Ich glaube, würde er mal richtig arbeiten, würde Arbeit bei ihm nicht mehr so einen hohen Stellenwert einnehmen. Hahaha. Naja, ich arbeite lieber nicht richtig, aber mache damit mein Hobby zum Beruf und kann euch zum Beispiel ganz viele Geschenke im Wert von 10.000 Euro zurückgeben. Das war's mit der konstruktiven Kritik. Freunde, ja, ihr habt richtig gehört. Ich mache eine dicke Verlosung gerade auf Instagram. Das hier gibt es alles zu gewinnen. Der Dennis blendet das nebenher ein und ihr müsst eigentlich nichts dafür tun, außer mir ein Follow auf Instagram dalassen. Wichtig dabei zu erwähnen ist natürlich, schaut euch dieses Reel hier auf Instagram an mit diesem Titelbild, was ihr hier seht und lest euch drunter durch, was die Gewinnspielbedingungen sind und bis wann das Gewinnspiel geht. Ihr müsst natürlich einen Kommentar schreiben, in dem ihr einfach sagt, was ihr gewinnen wollt oder was ihr gut gebrauchen könntet. Ich habe an alle gedacht. Da sind auch Sachen für Mamis dabei, Toni-Boxen zum Beispiel, aber auch Dyson-Staubsauger oder Playstations, iPhones, Apple Max-Kopfhörer, Tablets, Kindles. Alles ist dabei. Ich will euch einfach mal zurückgeben, liebe Freunde, dass es keine Kooperation ist, mit niemandem in Zusammenarbeit. Und ich hoffe, euch stört auch nicht, dass ich jetzt die nächsten paar Tage dafür immer hier Werbung machen werde. Denn ich möchte, dass alle das mitbekommen und jeder die Chance hat zu gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn das einer von euch gerade ist, der hier gerade zuschaut. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir ins neue Video. Das wurde mir zugeschickt mal wieder. Ich freue mich, dass ihr mir so viele Videos zuschickt. Und Shoutouts natürlich an RTL Plus. Ohne die wäre das Ganze hier nicht möglich. Deshalb gebe ich diesen Shoutout auch mit Herz. Und würde sagen, wir schnackeln fackeln nicht lange um den heißen Brei. Ich habe übrigens eine Pizza in den Ofen geschmissen. Wir haben 0.05 Uhr. Ich habe extrem Heißhunger und freue mich. Der Timer geht noch 13 Minuten. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich hoffe, ihr lasst euch euer Essen gut schmecken. Wir gehen rein, let's go. Hallihallo. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, ich bin Sarah. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Wenn es nach mir gehen würde, hätte ich schon selbst Kinder. Aber dafür fehlt das passende Gegenstück. Vielleicht kommt es heute. Altenpflegerin. Sie macht ja einen sausympathischen Eindruck. Also sorry. Direkt sympathischen Eindruck. Direkt Sympathiepunkte bei mir gesammelt. So viele. Alle gesammelt. Mein Partner sollte Musik auch geil auf jeden gewählt. Fall humorvoll sein. Ja, weil Lachen ist ganz wichtig und der Körperbau, der muss ja auch zum Rest passen. Na, mit Lauch kann ich nichts anfangen. Ich nehme lieber das Schnitzel. Hallöchen. Hi. Sie ist sausympathisch. Ich dachte gerade schon so, sie redet über Körperbau, so auf den so, der muss jetzt muskulös sein und so. Und dann sagt sie, nee, mit einem Lauch kann ich nichts anfangen, ich nehme lieber das Schnitzel. Ah, schon sympathisch. Ach, Maus, ich mag sie jetzt schon. Ich glaube, es wird ein gutes Date. Ich bin Sarah, hallo. Roland, hi. Schön, viele Tattoos, hä? Ja. Erzähl was. Was sollen uns die sagen? Was war das Erste? Das Erste war das. Das habe ich mit meiner Mutter zusammen machen lassen. Nein. Ich bin Musiker und da sind Noten. Eine Musikerin? Genau, ich spiele Querflöte. Ach, wow, das ist aber ein schönes Instrument, finde ich. Das nimmt dann halt die Zeit am Wochenende sehr in Anspruch. Aber ich liebe mein Hobby, sonst würde ich es nicht schon seit 20 Jahren ausüben. Hoffe noch sehr lange. Und ja, da muss mein Partner mit klarkommen. Krass, jedes Wochenende knallt sie da ihre Querflöte, Digga. Also ich kenne schon so, man lernt so als Kind dies, das, man fühlt immer noch, okay. Aber jedes Wochenende, das ganze Wochenende durch, weil sie hat gerade gesagt, so das nimmt richtig viel Zeit in Anspruch. Es klingt so, als würde sie ganze Wochenende da reinblasen. Beruflich? Ich bin Altenpflegerin. Schön. Ich arbeite aber nur im Nachtdienst. Also du siehst sie beim Aufwachen. Genau. Und jetzt suchst du jemanden, der in der Früh aufwacht und dich als erstes sieht. Ja. Mhm. Oder mir Frühstück machen, wenn ich nach Hause komme. Genau, noch besser. Geil. Der Sven könnte das sein. Dann lasse ich mich mal überraschen. Immer die Paar. Danke. Hallo, ich bin Sven. Ich bin 4 Jahre Single und würde mich einfach freuen, eine tolle Person zu finden. Ich würde gerne einfach mein Leben teilen, mit ihr durchs Leben tanzen und was Schönes machen. Sie sollte auf jeden Fall ein sehr tolles Lächeln haben. Sie sollte liebenswert sein, sollte für einen da sein, wenn mal irgendwas schief läuft. Man sollte gut miteinander reden können. Elektriker Sven. Ready für alles. Der Bree ist bereit. Man sieht's ihm an. Der hat Bock. Hallo. Hallo. Sven. Hallo Sven. Roland. Ja, der erste Blick, den fand ich super. Na, Augen sind ganz wichtig, da geht immer der erste Blick hin. Schöne blaue Augen, wie ich mir gewünscht habe. Wunderbar. Der Blick war der richtige. Was soll ich dich aufhalten, oder?
Hallo, Sven. Sarah, Hallöchen. Sie hat auf jeden Fall ein tolles Lächeln gehabt, hatte ein cooles Kleid an und da habe ich mich richtig drauf gefreut. Was machst du beruflich? Ich bin Altenpflegerin. Ah, cool. Und du? Ah, cool. Geil. Arbeite als Elektriker. Und mache so industrielle Brandmeldeanlagen und so. Finde ich sehr gut, ne? So Handwerk stirbt ja auch aus. Von daher immer gut, wenn man einen Mann zu Hause hat, der alles kann. Und ja, ich bin ja Altenpflegerin und er findet das auch gut. Ich bin halt viel unterwegs, was das angeht. Auf Montage oder hier so mäßig? Ja, erstmal hier regionsmäßig. Ich meine, klar, Montage kommt mal vor, aber... Ich finde, sie hat so einen saukritischen Blick, so dieses... Das würde mich maximal triggern, weil ich mag diese, wenn dieses Gesicht so komplett entspannt ist und so locker und so. Mhm. Ja, so, das ist mein Gesicht, Leute, so. Ja, bisschen mal ab und zu lächeln und sie ist die ganze Zeit so. Ich hoffe nicht so oft. Ja gut, kann auch mal schön sein, ne? Ja. Da merkt man, was man zu Hause hat. Ja, ne, genau. Wenn man länger weg war. Momentan eine leere Wohnung. Ja gut, vielleicht kann sich das ja ändern. Ja. Ich hoffe. Ne? Also die Chemie, die war schon von vornherein eigentlich da. Ja, der Humor passt einfach richtig gut zusammen. Da kriegt man schon die ein oder andere lustige Minute rum. Was machst du so hobbymäßig? Ich spiele Querflöte. Ja. Das ist so das zeitintensivste, ne? Also Musik. Cool. Bro, ich will echt unbedingt wissen, wie viel Querflöte sie spielt inzwischen. Ich möchte es unbedingt wissen. Was hat es mit dieser Querflöte auf sich, Digga? Ja. Und du so? Ja, ich... Ich trinke Uso! Meinen Freunden so ziemlich alles. Also hauptsächlich spiele ich Badminton, also das mache ich wirklich mannschaftsmäßig. Ansonsten halt immer... Dankeschön. Bitte sehr. Danke. Und Gin Tonic, super. Brauchst du einen Trinker oder geht das so? Nee, danke. Perfekt. Cheers. Ja. Dann Prost, ne? Ich fand, als ich das Thema Sport angedeutet habe, war so ein bisschen so, ja, vielleicht, kann man machen. Also wenn Couch Potato zählt, bin ich echt gut in Sport. Wir spielen Fußball. Sind gerne in eine Kneipe, machen Kneipenspielchen, Dartspiel, Kickern. Tanzen auch zwischendurch mal. Ja. Finde ich gut. Ja, also ich bin jetzt nicht die Tanzmaus, ne? Also natürlich, man kann Disco Fox und so, ne? Aber das reicht für zu Hause und nicht für Let's Dance. Jetzt wollen wir was sehen. Mhm. Echt? Kannst du Disco Fox tanzen? Ein bisschen. Ein bisschen, ja gut, das passt ja. Aber voll sofort. Ja, dann. Wisst ihr was? Essen. Und wenn ihr dann Lust habt, dann suche ich ein Lied raus für euch. Ja. Wenn ihr beide Lust habt. Wenn du Bock hast. Ja? Wenn du Bock hast, okay. Wir gucken mal, wie es am Essen ist. Ja, genau. Ich bringe euch zu Tisch. Ja. Ja. Ja, schauen wir mal, wie es wo, ne? Schauen wir mal, wer wo. Jetzt muss erstmal die passende Speise gefunden werden, Leute. Vorher geht hier gar nichts, Disco Fox. Weil habe ich dies ja leider nicht so groß gefeiert. Nee? Nö. Weil kein Karnevalsfreund, oder? Doch, ich bin auch ein Karnevalsfreund, aber wir sind mit unserem Badminton-Verein aufgestiegen. Da war der Sport ein bisschen im Vordergrund. Ja gut, muss man sich halt entscheiden. Ich habe gemerkt bei dem Gespräch über meine Hobbys, über Sport, dass da nicht so Interesse einfach entstanden ist und sie hat halt auch nicht weiter nachgehakt. Also es wäre schon schön, wenn meine zukünftige Partnerin mit mir Sport macht. Ich würde es halt auch gerne teilen und man kann sich ja auch gegenseitig... Ja, aber sie hat schon gut durchklingen lassen, dass sie halt nicht so viel auf Sport gibt, ne? Und eher so auf die Couch, so. Klar kann sie sich trotzdem ein bisschen mehr dafür interessieren, das stimmt. Aber er kann sie jetzt nicht dazu zwingen, ne? Wie lange bist du jetzt Single? Boah, ich bin jetzt 4 Jahre Single. Klar hat man zwischendurch mal ein Kröschen gehabt, aber das ist halt alles nicht so das Wahre, ne? Ich hätte gern schon jemanden... Hat er gerade gesagt, ein Tröstchen gehabt? Man hat zwischendurch ein Tröstchen gehabt? Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist gut. Den suche ich auch. Schon lange. Wieso, wie lange bist du denn Single? Ach, bestimmt schon 6-7 Jahre. Ach krass. Mhm. Okay. Es ist halt nie der Richtige vorbeigekommen, ne? Ja, das ist schwierig. Ich möchte nicht zweite Wahl sein. Ich möchte schon merken, dass ich erste Wahl bin und ja. Hast du Kinder? Nein. Möchtest du Kinder? Wenn die richtige Partnerin kommt, bestimmt. Dann vielleicht auch heiraten und volle Programm.
Ne? Wunderbar. Meine Erwartungen, was Familie angeht, hat er vollkommen getroffen. Ne, das wollte ich am liebsten alles so hören, wie er es rausgehauen hat. Also war schon ganz gut, auch mit heiraten und Kinder. Ne, also das passt schon alles. Humor ist wichtig, ne? Ich mache gerne viel Quatsch. Ah, ich liebe das. Ja. Ich mache auch viel Quatsch. Natürlich bin ich auch ein ernster Typ, aber man muss einfach Spaß haben. Mit dem Lachen erträgt man das besser. Ja, genau. Und wenn man dann noch viel unternimmt, ist das noch besser? Ja, auf jeden Fall. Welche Musikrichtung ist so deine? Lass mich raten. Schlager. Oder sowas richtig Ausgefallenes. So Hard Rock oder so. Ich höre wirklich alles bis... Alles, Bro. Alles. Was ist das für eine Antwort? Hip-Hop und, ja, Schranz und so ein Quatsch. Okay. Ist schon mal okay. Ja, man muss ja gucken, ob man sich hören kann, ne? Was ist deine Lieblings- oder was? Also meine Lieblingsrichtung ist tatsächlich der Schlager. Das ist cool. Schlager ist schon gut. Okay, wunderbar. Ich dachte mir das. Die Weiden und Schlager, das ist... Wenn mit ihr viel Spaß haben kann. Schlager läuft. So, dann zweimal das Bad. Vielen Dank. Guten Appetit. Was ist das schön. So. Ja, lass es dir schmecken. Danke gleichfalls. Riecht auf jeden Fall gut. Ja. Also, ich würde sagen, wenn Sie bereit sind zu tanzen beim Rausgehen, dann matcht es. Ja. Denkst du, das reicht? Ein Tanz reicht? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, vor allem, weil du hier bist, tanzt du eher. Und das hat dann weniger Bedeutung. Nee, gar nicht. Wenn ich nicht tanzen mag, weil ich nicht das Gefühl habe mit dem... Wir werden sehen, ob sie tanzen. Wir werden sehen. Bist du denn zwischendurch auch schon mal so eine Couch-Potato? Oder bist du immer fit und unterwegs? Und ich bin auf jeden Fall viel auf Achse. Und ich bin halt auch einfach viel bei meiner Familie. Mhm. Ja, wunderbar. Also Familienmensch. Ja. Schmeckt's euch? Super, danke. Ja, ist sehr lecker auf jeden Fall. Ich frage mich nur, ob ich schon mal beginnen soll, in meiner Vinylplattensammlung was rauszusuchen für einen Tanz, dann später. Also ja, gut. Welche Richtung? Schlager, bitte. Ja, die Idee für eine spontane Tanz. Die wollen Schlager tanzen? Ich dachte jetzt, okay, die machen Foxtrot, aber Schlager? Kann man auch... Obwohl, das geht wahrscheinlich, ne? Okay, ich bin maximal gespannt. Oh, mein Pizzatimer geht noch 1,5 Minuten. Ich hab so Hunger. Deine Lage ist ja nicht die schlechteste, ne? Aber so nach dem Essen, wenn das Essen schwer im Magen liegt, ne? Lässt du dich führen? Ich hoffe. Normalerweise bin ich immer der Mann. Ich bin gelenkisch wie eine Eisenbahnschiene, ich sag es dir. Also versuch es ja nicht, ne? Und Drehungen kann ich nicht, ne? Das sage ich dir. Ich kann nur 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann musst du dich einfach fallen lassen. Mhm. Sehe ich aus, als ob ich mich fallen lassen würde. Das tut weh. Entschuldigung. So. Es gibt lecker Pizza. Ich ernähre mich in letzter Zeit echt ungesund. Also wirklich ungesund. Aber weil ich gerade gar nicht dazu komme zu kochen, das fuckt mich ein bisschen ab. Aber na gut, man kann nicht alles haben, ne? Vielleicht muss ich wieder zurück zu Mama ziehen. Aber Sven und Sarah führt der Weg aber zuerst mal in die Fotobox. Alles klar. Du machst hier ein Icke und ich mach hier... Ja, komm hier. Alles damit klar. Damit wir hier auch... Heiß, wa? Ich setz mich. Was ist meine bessere Seite? Weiß ich nicht. Ich finde die beiden irgendwie so stumpf witzig. Die sind so stumpf. Die so, ja, heiß, ja. So. Die Fotobox war natürlich lustig, ne? Er war Icke, ich war im Hintergrund, Background, Trompete oder was das war. Also da harmonieren wir auch ganz gut. Boah, echt? Ja, sieh schon, komm, bitte nicht. Ja, sieh schon. Komm, wir hauen sofort auf die Kacke, setz dich. Oh Gott. Die ist auch so richtig eine, die die Hosen anhat in der Beziehung. Das merkt man richtig. Die ist wie meine Schwester. Meine große Schwester ist auch so, die hat so das Sagen, die ist so... So, nicht, dass ihr Mann jetzt nicht das Sagen hätte, aber sie ist so,
die Macherin. So, wisst ihr, wie ich meine? Als sie dann das Herzchen rausgeholt hat, habe ich gedacht, okay, den Spaß machst du mit, aber war nicht so meins. Ja, ich glaube, als ich das Herz genommen habe, das war ein bisschen too much für ihn. Der soll mal chillen, Digga. Der hatte gerade eine Perücke auf und eine hässliche Brille. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Fullbox. Ja. Hier kommt auch schon die nächste Box. Ich stelle hier einmal ganz diplomatisch in die Mitte. Ja. Und komme dann gleich nochmal zurück. Dankeschön. Danke. Natürlich habe ich mir da schon gewünscht, dass er das ganz gentleman-like macht. Ich hätte mir gewünscht, dass er mir wenigstens so Zeichen gibt, so, ne, wo ich mir sicher bin, dass er halt für mich mitbezahlt. So, fertig. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Einfach ohne Reden durchgezogen, das Ding. Ohne Reden. Jetzt wird getanzt, komm, Jalla, ich will das sehen. Geh ich doch von aus, habe ich richtig verstanden. Ne? Ich möchte nicht unhöflich sein. Nein. Okay, alles klar. Nochmal Dankeschön. Sehr gerne. Das war nicht meine Absicht, ihr da vom Kopf zu stoßen mit dem Bezahlen. Es war vielleicht sehr plump von mir, das einfach so zu machen. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht nachgehakt. Ich schlafe alleine ein, wach alleine auf. Ach, das sieht doch gut aus. Ja, doch, auf jeden Fall würde ich sagen, dass er tanzen kann. Ne? Also wir sind nicht umgefallen. Die Drehungen haben auch funktioniert ohne Zusammenstoß. Wie süß. Die können ja echt tanzen beide. Das ist ja süß. Das ist maximal süß. Ich habe nur Angst, dass mein Video gesperrt hier wegen Andrea Berg, Digga. Dass man die besten Dinge findet, wenn man sie nicht sucht. War sehr anstrengend, weil sie sich halt zwischendurch doch nicht führen lassen hat. Und ja, war aber trotzdem eine coole Erfahrung. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. 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 Ciao. Ciao. Das könnte doch der Hochzeitstanz sein, oder? Ja, fast. Da gibt's Besseres. Ja. Na, ihr zwei Tanzmäuse? Wird es ein zweites Date geben? Ja, also wenn es nach mir geht, würde ich gerne ein zweites Date mit dir haben, weil der Tag hat einfach super angefangen und ich möchte gerne gucken, wo das hinführen könnte mit uns. Ja, okay. Es tut mir sehr leid, aber ich... Scheiße, das hätte ich jetzt niemals erwartet. Ich mit meinen Hamsterbärchen gerade hier. Ich würde kein zweites Date mit dir haben, weil wir sind mehr so auf einer freundschaftlichen Basis gelandet. Ich hatte das Gefühl, als ich das Thema Sport ein bisschen angeschnitten habe, dass du sehr erschrocken warst. Und es ist nicht böse gemeint, aber da habe ich gedacht, oh, da kommt irgendwie so gar nichts an Retour. Ja, okay, kann ich verstehen. Ja, was soll ich da sagen? Ich bin halt ein Sportmuffel, ne? Das tut mir ein bisschen leid, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass es krass gewiped hat. Also ich verstehe es nicht. Also ich stelle mich jetzt hier quer, Leute. Also mir reicht's. Liebe Freunde, ich unterbreche kurz mein Abendessen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder 14 Uhr. Vergesst die Verlosung nicht. Falls ihr Bock habt mitzumachen, dann geht auf Insta, seid dabei. Ansonsten sehen wir uns morgen. Oder ich verlinke euch hier auch noch eine Playlist. Falls ihr weitergucken wollt, gerade schön gemütlich auf der Couch liegt, wie die Couch-Potatoes, dann könnt ihr auf die Playlist klicken und ganz viele weitere First-Dates-Videos schauen. Haut rein. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasper Straße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.